Model und Schauspielerin Jessica Mbarek ist in New York City gerade mit ihrem Mann Elias in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Im Interview mit Gala zeigt sie ihre Lieblingsplätze. Sie ist eine Frau, die alle in ihren Bann zieht, sobald sie einen Raum betritt. Eigentlich bin ich in Kalifornien aufgewachsen, aber mein Herz schlägt für New York. Schließlich lebe ich schon über 20 Jahre in dieser Stadt, erzählt Jessica Mbarek. Die 35-Jährige begann hier ihre Karriere als Model und Schauspielerin. Wahrscheinlich ist es ihre offene, natürliche Art und dieses wunderschöne Lachen, mit dem sie das Herz von Elias Mbarek, 40, erobert hat. Im September letzten Jahres gaben sie sich ganz romantisch auf Ibiza das Ja-Wort. Jetzt haben die beiden zusammen ein neues Kapitel aufgeschlagen und erfüllen sich den Traum vom gemeinsamen Leben in New York. Sie haben eine Wohnung im neuen Viertel Dumbo, Down Under the Manhattan Bridge Overpass, in Brooklyn bezogen. Jessica Mbarek: Es ist der perfekte Platz für uns zwei. Gala: New York mit all seinen Stadtteilen ist riesig. Wie gut kennen Sie sich inzwischen aus? Jessica Mbarek: Da man in New York ja andauernd umzieht, habe ich eigentlich schon überall gewohnt, bis auf Queens und Staten Island. Lacht: Wir haben früher regelmäßig mit der Familie unsere Sommer auf Long Island verbracht. Meine Mutter hat dort immer noch ihr Haus. Und ich habe eine große italienische Familie, die zum Teil in Brooklyn wohnt. Jeden Sonntag um 14 Uhr gab es da immer Großessen mit allen. Wie sieht Ihr Leben momentan aus? Ich ordne es gerade neu. Elias und ich sind ja gerade erst in unser Apartment in Dumbo gezogen. Das haben wir vor langer Zeit geplant, und nun war es endlich so weit, dass wir einziehen konnten. Es ist der perfekte Platz für uns zwei. Ich bin so froh, dass wir endlich zusammen an der Ostküste leben. Wie sieht Ihr typischer Tag aus? Ich stehe ziemlich früh auf, weil ich es nicht mag, mich morgens zu stressen. Dann mache ich mir erstmal einen Kaffee und arbeite ein bisschen. Meistens gehe ich danach ins Gym. Weil ich so viel gereist bin, muss ich da erstmal wieder reinkommen in diese Routine. Zum Lunch esse ich meist etwas Gesundes, versuche kaum Kohlenhydrate und wenig Zucker zu essen. Ihre Mutter wollte das Rezept für Kaiserschmarrn haben. Klingt sehr diszipliniert. Das werfe ich alles über den Haufen, wenn ich im Urlaub bin. Lacht: Im Stanglwirt habe ich zum ersten Mal Kaiserschmarrn gegessen und ihn geliebt. Meine Mutter wollte wissen, was das ist. Ich meinte nur, wie Pancakes, aber anders. Sie wollte unbedingt das Rezept haben. Ich liebe Backen und Kochen und werde auch immer besser. Aber mein Repertoire braucht definitiv einige Updates. Und wenn Sie einen Tag frei haben? Dann fahre ich gerne nach Long Island, um Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Unser Haus liegt nah am Strand. Ich gehe dann mit meiner Mutter und meinen beiden Hunden über einen Naturpfad zum Meer. Wir reden dabei die ganze Zeit. In New York liebe ich es, in Spaß zu gehen. Ich will unbedingt den neuen Spa auf Governors Island ausprobieren, den Cousineau Spa mit einem Outdoor-Pool, von dem aus man über ganz New York gucken kann. Das sind Jessicas Lieblingsorte in New York. Was ist für Sie der romantischste Ort der Stadt? Wahrscheinlich das Emilio Spalato an der Houston Street, ein familiengeführtes italienisches Restaurant, very old school. Es gibt nur einen Raum. Überall brennen Kerzen und an den Wänden hängen Fotos und Kunst von berühmten Leuten. Das empfehle ich jedem Paar. Allerdings ist es ziemlich schwer, dort einen Tisch zu bekommen. Haben Sie und Elias schon einen gemeinsamen Lieblingsplatz in der Stadt? Ich habe ihm einen Ort gezeigt, den ich sehr liebe, das Nighthawk Cinema in Williamsburg. Wir lieben es beide, Indie-Filme zu sehen, und es gibt hier immer ein passendes Menü zum Film. Außerdem gibt es gesalzenes Trüffel-Popcorn, das wir geradezu inhalieren. Elias kam rein, war total überwältigt und meinte nur: Was ist das denn Tolles? Er liebt es.